Hallo, ihr fantastischen Menschen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute haben wir die Videogames von 1195 dran. Ich kenne das Magazin ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe es damals überhaupt nicht gelesen. Ich habe mich da eher so an die PC-Magazine der Zeit und an Club Nintendo natürlich gehalten. Das Magazin ist mir gänzlich unbekannt, aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Hauptthemen sind auf jeden Fall Diddy Kong's Quest, Earth from Gym 2, Secret of Evermore und Destruction Derby für die PlayStation. Gucken wir mal rein. So, hier haben wir natürlich hier eine schöne Werbung natürlich für Yoshi's Island. Ist natürlich wunderbar. Und anscheinend scheinen die hier auf Reisen zu gehen und schöne Bilder zu machen. In den 90ern war das alles doch möglich anscheinend. Inhaltsverzeichnis überblättern wir einfach mal. Und dann sind wir hier bei der ECTS. Das ist eine dieser Spielemessen, die heutzutage, soweit ich weiß, schon wieder tot ist. Genau, in London. Oder gibt es die noch? Ich glaube nicht. Im Prinzip hat sich das ja so ein bisschen auf die E3 und auf die Gamescom irgendwie verlagert. Wobei die E3 ja eher so ein bisschen Richtung Fachpublikum ausgelegt ist und die Gamescom dann eher Richtung Benutzer bzw. für die Spieler ausgelegt ist, wobei die E3 ja auch schon ziemliche Probleme hatte und ne, ist natürlich Corona ja macht allen zu schaffen. Und da haben wir natürlich auch wunderbare Neuvorstellungen, anscheinend hier ein schönes Batman-Auto, das mir ehrlich gesagt nichts sagt. Revolution X, ha, ja, da habe ich ja schon mal eine Quetzig-Folge für die Super Nintendo gemacht. Spoiler, es ist kein schönes Spiel. Mir war es ein schöner Messebericht. Auffällig wenig Fotos irgendwie. Okay, ich bin jetzt gerade etwas hier von der Werbeanzeige hier irritiert. Eine sehr knapp bekleidete Dame, die Werbung für Theme Park macht und für Addams Family. Okay, macht jetzt so auf den ersten Eindruck ist nicht so mega viel Sinn, ehrlich gesagt. Machine Head hier unten als Panzersimulation sagt mir gar nichts. Hier Sportspiele, ja, scheint so hier ne, die ersten 3D-Spiele auf jeden Fall auf dem Vormarsch zu sein. Ja, Messe. Hey, schönes pixeliges FIFA. Oh, ist das FIFA? Nee, Gremlin? Das waren wahrscheinlich ein paar andere. Hier haben wir eine Werbung für Lemmings 3D. Okay, das kam für die PlayStation raus. Das war wahrscheinlich dann quasi das Lemmings-Spielprinzip genommen und dann wahrscheinlich, jo, hier haben wir 3D-Grafik. Sagt mir ehrlich gesagt auch nichts. Alone in the Dark, Jack is back. Diesmal für die PlayStation. Alone in the Dark, das war auch eine sehr interessante Serie, die damals auf dem PC gestartet ist. Ich weiß noch, wie ich den ersten Teil gespielt habe auf meinem 386er und da irgendwie sehr irritiert war. Ich kam irgendwie nicht damit so zurecht. Das war natürlich revolutionär, weil das alles komplett in 3D war. Aber die Steuerung war so behäbig. Ich wurde nie so hundertprozentig warm damit. Ich habe es eigentlich nur cool gefunden, weil man es halt cool findet. Worms natürlich, auch ein wunderbares Spiel. Ich habe auch den ersten Teil auf dem PC mir sogar gekauft damals. Das war relativ selten. Und natürlich hier die üblichen Sportspiele, bla bla bla. Ich überfliege das einfach nochmal so. Ich gucke gerade, ob irgendwie was von den Covern her mir auch nur annähernd bekannt vorkommt. Nicht wirklich. Virtual Racing, auch eines der frühen Polygon-Titel natürlich, hat einen ziemlich guten Ruf auf jeden Fall. Das wurde dann wahrscheinlich. Virtual Racing ist ein Sega-Titel, ne? Genau, für den Saturn, genau. Weil ich hätte mich jetzt ehrlich gesagt gewundert, dass zu der Zeit schon das für die PlayStation rausgekommen ist. Und auch hier irritiert mich wieder die Werbung. Eine Zigarettenwerbung, Marlboro, in einer Videospielzeitschrift. Das könnte man heutzutage auch echt nicht mehr bringen. Zu Recht. Zu Recht. Dann haben wir hier die Vorschau zu Earthworm Jim 2. Ein wunderbares Spiel, der erste Teil. Ich glaube, den zweiten Teil habe ich gar nicht gespielt bisher. Muss ich auf jeden Fall mal nachholen. Ist ja vor allem durch seine geile Comic-Grafik super bekannt und gehört eigentlich zum Pflichttitel. Wurde ja von Shiny entwickelt, die noch später noch sehr abgedrehte Spiele gemacht haben, wie zum Beispiel MDK. Habe ich auch letztens erst im Podcast dazu gehört. Und natürlich hier die üblichen Spielehändler anzeigen.
die natürlich sehr starken Listen mit den Preisen irgendwie. Ach, das war eine Zeit, ne? Kennt ihr auch, dass in diesen Spielzeitschriften, das waren ja wirklich Anzeigen von Händlern, ne? Da ist man nicht ins Internet gegangen oder irgendwie sowas und hat sich hier die Preise durchgeguckt, ne? Von wegen, oh, Q-Spot 29,90 Euro für Super Nintendo, oh, super und so weiter. Und so sah die Werbung aus, ne? Eigentlich total unsexy irgendwie, aber ich habe es trotzdem immer gerne durchgegangen. Hier haben wir Super Skid Marks, sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Micro Machines auf Drogen anscheinend. Sagt mir nichts, aber Pinocchio. Pinocchio ist ein ziemlich cooles Spiel. Das ist ja von Super Nintendo ziemlich geil von der Technik her. Also das Spiel an sich ist eigentlich ein relativ normaler Plattformer, sage ich mal. Aber diese Technik macht es einfach wunderbar. Wurde auch auf den Gameboy portiert, aber da haben sie wieder mal den Fehler gemacht, dass sie diese Grafik 1:1 auf den Gameboy portiert haben. Dafür sieht es natürlich für Gamer-Verhältnisse trotzdem immer noch gut aus, aber auch nicht ideal. Ich bin da nicht so der Fan von, sage ich mal. Denn hier Donald in Maui Mallard, auch ein super Spiel. Habe ich auch schon mal einen Test dazu gemacht, weil der gute SNES Maniac mich darauf aufmerksam gemacht hat. Wunderbar. Dann haben wir hier, ja, eine Seite übersprungen, Secret of Evermore, auch das ein wunderbares Spiel, auch da, ich weiß, ich sag's jedes Mal, ich muss da unbedingt mal tiefer reinsteigen. Ich habe bisher nur den Anfang irgendwie gespielt, aber ich mag bei dem Spiel, dass das so allgemein so eine etwas düstere Atmosphäre hat und so weiter. Das ist einfach wunderbar. Dann haben wir hier, obwohl die Anzeige hier sieht schon etwas flippiger aus. Aber auch hier, Konami. Castlevania Vampire's Kiss, auch sehr interessante Werbung irgendwie. Die scheinen hier so ein bisschen eine sehr interessante Werbestrategie zu haben, Konami, ne? Vorhin hier mit der leicht bekleideten Dame für Theme Park. Neo Geo, ja, Neo Geo ist so eine interessante Sache. Ich wusste, weil ich diese Magazine hier nicht gelesen habe mit verschiedenen Konsolen, wusste ich gar nicht damals, dass es Neo Geo gab, ehrlich gesagt, und bin da erst irgendwann später mal drauf gestoßen. Ich habe auch niemanden gekannt, der ein Neo Geo hatte. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber ich hatte wirklich keinen einzigen, der auch nur ansatzweise irgendwie in Berührung mit einem Neo Geo kam. Wie weit sah es denn bei euch aus? Also irgendwie hört man immer mal wieder, ja, der eine reiche Typ, der hatte das, aber anscheinend habe ich, keine Ahnung, nicht in den richtigen Kreisen verkehrt. Also den richtigen. Automaten-News. Da war natürlich noch Sega sehr stark hier mit entsprechenden 3D-Titeln. Da haben sie ja gefühlt so ein bisschen dieses 3D vorangebracht, was dann später auch für die Konsolen kam. Namco Destruction Derby. Auch eine interessante Werbung. Ne? Damals waren auch wirklich Sex Sales, würde ich sagen. Also wie viel leicht bekleidete Damen hier bisher in den Werbeeinblendungen kamen. Wunderbar. PlayStation war natürlich da schon so langsam am Kommen. Auch hier Ridge Racer Revolution. Es gibt, glaube ich, auch normalen Ridge Racer. Ne? Ob das jetzt dann quasi Nachfolger ist, ich habe keine Ahnung. Das Boxspiel sieht grauenhaft aus. Aber ihr kennt ja meine Meinung, diese frühen 3D-Spiele, die sind einfach schlecht gealtert. Da kann man sagen, was man will. Oh, wie kann man hier mitmachen? Was kann man denn hier ausfüllen? Folgende Artikel der Ausgabe haben mir besonders gut gefallen. Okay, bei diesen Artikeln hat mir die grafische Gestaltung am besten gefallen. Okay, wollen Sie wahrscheinlich gucken, welcher Redakteur hier Monatsbonus bekommt und welcher nicht. Saturn auch für mich, auch wenn ich mich jetzt gerade echt stark wiederhole, für mich ein sehr großes Fragezeichen. Ich habe noch nie einen Saturn bespielt. So werten wir. System Game Boy, bla bla bla, okay, ne, üblicher Wertungskasten. Die 10 besten Tests. Diddy's Conquest mit 96%. Krass. Da haben sie ja schon ein bisschen den Test hier vorausgenommen. Ist aber auch wirklich ein wunderbares Spiel. Das nimmt ja diesen ersten Donkey Kong Country teil und verbessert das genau in der richtigen Schiene gefühlt. Wunderbar. Dann haben wir eine FIFA 96, okay, Pitfall, Vectorman, aber hier die Systeme hier bei den besten Tests sind gut durchgemischt, ne? Superstar Soccer 2, kenne ich auch nicht. Gut, so Sportspiele, die sind ja allgemein sehr schlecht gealtert. Hits der Redakteure, Worms PC, ja, das habe ich ja damals auch gespielt. Media Control, Asterix und Obelix auf dem Gameboy, Donkey Kong Land für den Gameboy, Illusion of Time für Super Nintendo, die Schlümpfe Gameboy, Mario Kart, Super Mario All-Stars, Donkey Kong Country.
Achso, ich wollte gerade sagen, das sind alles Nintendo-Titel, aber die haben das aufgesplittet. Ja, Panda, wer lesen könnte, wäre von Vorteil. Die Leser-Top 10, das scheint mehr gemischt zu sein. Bug auf dem Saturn. Sagt mir nichts, muss ich vielleicht mal googeln. Secret of Mana, okay, Donkey Kong Country, macht Sinn. NBA Jam, jupp, schönes Spiel. Toshin, auch sehr schön. Final Fantasy 3, das finde ich interessant, weil das ja nur in Amerika erschienen ist. Daytona, USA, Saturn, Tekken, Killer Instinct und Fatal Fury 2. Space Hulk, das ist natürlich cool. Ah, nur 72%. Für welches System? 3DO. Ich bin ja großer Warhammer 40.000 Fan und Space Hulk, das ist ja eine Brettspiel-Auskopplung von dem Warhammer 40.000 Universum. So ein Space Hulk, das könnt ihr euch vorstellen, das ist in der Lore da im Prinzip ein großes Zusammenschweißen von alten Schiffen, die irgendwie ineinander gerammt sind und zusammengehalten werden. Und die verschwinden im Warp. Das ist so ein bisschen so die Parallel-Höllendimension, durch die man auch reist, um zwei verschiedene Punkte zu erreichen. Also ne, das ist das Warp-Antrieb, nur ist es da halt eine andere Dimension ist, die so ein bisschen, ja, ist die Hölle. Also ne, ganz grob zusammengedönst. Und ab und zu kommen diese Space Hikes halt mal raus. Und die Menschen mit den Space Marines natürlich, die erforschen denn diese Space Hikes, weil da natürlich sind durchaus auch Schätze zu bergen sind. Aber man weiß halt nie, was da alles lauert und welche Kreaturen sich da eingenistet haben. Also ganz grob, ich hoffe, ich habe es einigermaßen nachvollziehbar erklärt. Wie gesagt, da steckt natürlich lore-technisch viel mehr dahinter, als ich jetzt ganz kurz umrissen habe. Aber scheint aus der Ego-Perspektive zu sein, ihr spielt ja wahrscheinlich Space Marine Terminatoren, genau, Terminator-Anzug. Das ist so ein bisschen normaler Space Marine, hat eine gute Rüstung und der Terminator, das ist quasi so die schwere Rüstung, womit sie auch sich schwerfälliger bewegen, aber natürlich ideal für so Raumschiff, enge Raumschiffgänge, ne, wo man dann ordentlich einstecken muss und nicht ausweichen kann. Ja, hier fehlen ein paar Seiten, sehe ich gerade. Aber im Zweifel, ich gucke mal im Inhaltsverzeichnis, wird das wahrscheinlich der Test Teil sein, der Tipps und Tricks Teil, genau, ab 44 passt, weil damals, das habe ich auch gemacht, das habt ihr bestimmt auch gemacht, hat man die rausgeschnitten und einen schönen Sammelordner ja, gesammelt und wir hatten ja damals nichts, ne? Also hatten wir auch kein Internet, wo man schnell mal irgendwelche Komplettlösungen nachschlagen konnte, deswegen war so ein großer Tipps und Tricks Teil in solchen Magazinen immer wirklich Gold wert. Dann haben wir hier verschiedene Techniktipps. Ach cool, ja klar. Blablabla. Hat verschiedene Technikfragen, auch hier zu Import und sowas. Dann haben wir hier den Freaks Shop. Herrlich. Wunderbar. Leserbriefe, verklebter Titel. Eine Unverschämtheit. Aufgrund eures Tests von Yoshi's Island habe ich mich sofort entschlossen, das Spiel zu kaufen. Doch dann der Schock. Der Importhändler kostet über den Importhändler kostet das Ding 219 Mark zuzüglich Versandkosten. Boah, 240 Mark für ein Spiel. Das kam ja auch später hier raus. Krass. Aber das ist wirklich, hätte ich jetzt auch nicht bezahlt, aber muss man ja auch nicht. Ne? Das Spiel ist ja auch kurze Zeit später auch hier erschienen. Das Rayman-Gewinnspiel, hier konnte man eine Playstation gewinnen anscheinend. Hier die Fragen, wie viele Farben werden bei Rayman alle Systeme auf dem Bildschirm gleichzeitig dargestellt? Boah, 32.000. Keine Ahnung. Hätte man den Test wahrscheinlich lesen müssen. Wie lautet der Name des zuletzt erschienenen 16-Bit-Moduls Super Nintendo Mega Drive von Ubisoft? Boah, aus der Sicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich Asterix oder sowas. In welchem Land hat Ubisoft seinen Firmenhauptsitz? Okay, das ist Frankreich. Das weiß ich immerhin. Immerhin eins. Hier haben wir auch ein Comic. Auch hier. Ne, wie bei so einem Comic, ich packe mal meine Griffel weg. Ihr könnt pausieren, wenn ihr es lesen wollt. Dann haben wir Atari Jaguar. Das war ja auch so ein, okay, hier, Ultra Vortrek scheint ja nicht so geil zu sein. Wobei es auch hier viel mehr Charme hatte. Ne? Da hat man auch damals, ich weiß nicht, ich habe auch lange kein Print-Videospiele-Magazin mehr gelesen.
ob da früher in den 90ern war es da wirklich so, dass die Redakteure groß rausgestellt wurden. Ich hoffe, meine Katze kommt gerade um Maut hier rum. Ich hoffe, es stört euch nicht. Die wurden da halt viel mehr in den Vordergrund gerückt und so ein bisschen einen Personenkult aufgebaut. Das zeigt natürlich auch so hier mit diesen verschiedenen Bildern, mit den Einschätzungen. Na ja, da guckt man etwas grimmiger, super, da guckt man natürlich etwas freudiger. Finde ich auch sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob man das heute auch noch so macht. Wobei in Zeiten von YouTube und so weiter ist ja eigentlich nur noch mehr Vordergrund, ne? Dann haben wir hier Tekken, ein wunderbares Spiel, was natürlich ein zeitloser Klassiker ist. Ich sehe gerade hier, also einen ziemlich geilen Screenshot genommen. Ist das der Rücken oder? Sieht auf jeden Fall sehr seltsam aus, aber auch da schlecht gealtert. Ich glaube, für Tekken gibt es wahrscheinlich auch diverse Remasters. Das ist ja geil. Amiga Back for the Future. Amiga war doch da schon fast schon tot, oder? Oder zumindest am Sterben. Ja, Katze sagt ja. Wenn Katze ja sagt, die springt hoch und reißt gleich alles runter. Aber dass das Amiga auch hier noch Werbung macht, das finde ich faszinierend. Okay, meine Katze randaliert gerade. Ihr seht es gerade, ich glaube, ich pausiere mal kurz. So, entschuldigt. Katze wurde ausreichend bekuschelt und ist jetzt hoffentlich zufrieden. Sie liegt auf jeden Fall neben mir schnurrend. Dann haben wir hier Destruction Derby. Das habe ich auch auf dem PC damals super gerne gespielt. Das kam anscheinend zuerst auf der PlayStation raus, aber das gab es auf jeden Fall auch auf dem PC. Und ich habe das ziemlich abgefeiert. Oh, ein Abo-Zettel anscheinend. Zwei solche Karten reinzubauen ist aber auch damals unüblich gewesen, oder? Na gut, hey. Ich fand es halt geil, dass man wirklich so ein, für damalige Zeiten wirklich ein sehr spektakuläres Schadensystem hatte und halt wirklich hoch und runter alles kaputt wemsen konnte. Und das sah auch noch für damalige Verhältnisse ziemlich geil aus. Dann haben wir hier ein japanisches Philosoma-Shoot'em-up. Ja, scheint gut zu sein. Power Surf, ein das Spiel, was 19% bekommen hat. Okay, das scheint nicht so geil zu sein. Ja, auch damals erschien halt viel Grütze, ne? Vollgas, Extreme Games. Okay, das scheint so fast so als so eine Art Skate or Die zu sein, nur ein bisschen erweitert. Boah, mit 69% scheint man jetzt auch nicht so super viel verpasst zu haben, ehrlich gesagt. Dann haben wir hier Nova Storm. Auch das ist ein Shoot'em-up. Okay, wie gesagt, bei der PlayStation ist nicht unbedingt meine Expertise, deswegen ist das alles so, oh interessant, vielleicht fällt euch ja was auf Total Eclipse auch ein Shoot'em-up. Also es scheint damals noch zu der Zeit ziemlich viele Shoot'em-up-Spiele gegeben zu haben. Hyper Parodius, cool. Ist das das Parodius? Also von Screenshots her könnte es fast sein. Die haben halt nicht so geile Qualität, aber damals hatten sie ja noch die Schwierigkeit, da vernünftige Screenshots zu machen. Heute gibt es da irgendwie Geräte oder Programme für. Kannst du mit jeder modernen Konsole machen. Und damals mussten sie das halt dann quasi noch abfotografieren, um dann quasi ein Bild zeigen zu können. Deswegen machen sie wahrscheinlich die Screenshots auch nicht so groß, weil die im Regelfall halt nicht so geil aussehen, ne? Dann haben wir hier NHL All-Star Hockey. Okay, Layer Section. Wieder ein Shoot'em-up. Freunde, wie viel Shoot'em-up gab es denn damals? Jetzt sind wir schon beim Sega Saturn. Haben wir ein Pinball-Spiel, die gibt es ja überall. Sieht aber auch ganz sympathisch aus. Ne? Sehr japanoid. Hier haben wir wieder fast Nippelblitzer, okay. Aber auch, das finde ich cool, dass sie auch so die japanischen Spiele hier getestet haben. Das ging damals so wirklich komplett an mir vorbei. Aber in der jetzigen Zeit, da entdecke ich das ja erst auf, so ein bisschen für mich jetzt ein bisschen für Gameboy in Japan umzustöbern. Dann kann man wirklich so einige feine Sachen machen. Aber Rayman haben sie denn hier nur so eine halbe Seite Tests mit 83%. Aber das ist auch. Also da verstehe ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so unbedingt die Verhältnisse. Hier haben wir ein 50% so naja Spiel und hier, wo sie ein Gewinnspiel haben, das kriegt nur eine halbe Seite. Vielleicht weil sie es natürlich für andere Konsolen schon in größerer Größe, Länge getestet haben, keine Ahnung. Roby Rob Shop, neu in Berlin. Der guckt aber irgendwie böse.
Masupilami war auch ein schönes Comic-Strip immer. Na, bei Micro Machines 96 für das Mega Drive FIFA. Ja gut, FIFA ist immer so im oberen Bereich. Ne? Ich glaube, so richtig Ausgabe, Hauptausgabe nenne ich es mal, die richtig gescheitert ist, die gab es glaube ich bisher nicht. Aber Sportspiele und so ist so eine Sache. Micro Machines sieht halt aus wie immer. Aber gut, Mega Drive, das war ja da auch schon ein paar Jahre alt. Was will man da erwarten? Surgical Strike scheint hier eines dieser FMV-Spiele zu sein. Und die waren damals alle ja nie so geil. Luna 2, bestimmt ein Rollenspiel, ne? Jo. Boah, sieht aber auch interessant aus. Hat einen coolen Stil. Anscheinend auch Zwischensequenzen. War wahrscheinlich genau CD wegen Zwischensequenzen. Hat einen netten Stil. Sowieso, diese Mega Drive-Rollenspiele, die sind für mich noch alle Neuland. Hier haben wir den großen angekündigten Test, Diddy Kong's Quest 2, oder Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest. So. Das hat wirklich super, da haben sie wirklich das Spiel nicht von Grund auf neu aufgezäumt, sondern die haben halt wirklich an richtigen Stellen das halt ein bisschen verbessert. Es ist immer noch sehr dem ersten Teil ähnlich, was in Ordnung ist, weil der erste Teil war fantastisch. Aber haben sie genau an den richtigen Stellen verbessert. Und genau so soll es ja eigentlich auch sein für so einen Nachfolger. Ne? So entweder komplett neu erfinden, obwohl dann wäre es ja kein zweiter Teil. Aber so ne, ein bisschen und dann passt es auch. WrestleMania für das Super Nintendo. Ja, ich habe nur die Game Boy WrestleMania WWF Superstars gespielt. Hoch und runter, finde ich geil. Ich weiß, bei euch gibt es viele Wrestle-Fans, aber da bin ich nicht so der Typ für. Superstars Soccer Deluxe, okay, scheint sehr gut zu sein. NBA, noch gar keine Gameboy-Tests, ne? Da war doch hier noch groß am Leben, oder ist das hier wirklich nur die Heimkonsolen-Tests? Handhelds scheinen sich hier etwas ausgeklammert zu haben, anscheinend. Spawn, scheiße, okay. Separation Anxiety. Anxiety? Wie wird's ausgesprochen? Ach, ich und mein Englisch manchmal. Schlimm, schlimm, schlimm. Beat 'em up scheint aber auch scheiße zu sein. Der Arclight-Wettbewerb, oh, da sieht mir böse aus. Und wieder Amiga-Werbung, ach, für das Amiga-Magazin diesmal. Sieht aber auch jetzt nicht so, boah, ich brauche eine Amiga, oder? Das sieht definitiv nicht so aus. Und dann sind wir schon durch. Interessantes Magazin. So ein bisschen hat mir Gameboy gefehlt. Aber anscheinend scheinen hier Handhelds etwas ausgeklammert zu sein, was auch in Ordnung ist. Haben ja auch so viele, viele andere Magazine. Schöne Ausgabe, hat mir gefallen. Ich habe auch noch ein, zwei andere Ausgaben von der Videogames da. Werden auch bald noch Videos kommen. Freut mich, dass ihr mich auf meiner Zeitreise begleitet habt zu Zigarettenwerbung und Werbung mit gleichbekleideten Damen, die für Computerspiele Werbung machen. Schönen Tag noch, egal was ihr vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.